So Leute, es ist spät. Ich zocke ein bisschen vor mich hin. Allerdings habe ich gerade ein Game, wo ich Open vorzeigen kann. Und dementsprechend dachte ich mir, scheiß drauf. Hau ich doch eine Runde rein. Open Forward, eine Taktik, die ich schon länger zeigen wollte. Und ich habe einen ganz guten Anfang. Denn ich habe in den ersten beiden Creep Rounds Money bekommen. Keine Items, sondern nur Money. Und ich habe außerdem. Was habe ich außerdem? Habe ich Pfannenwender. Das heißt, ich habe. Muss gerade gucken, ob ich damit verliere. So sollten wir auf jeden Fall verlieren. Das heißt, ich habe quasi mehr Gold, als ich in diesem Zeitpunkt haben sollte. Und ich habe den Funwender. Das heißt, wenn ich als Erster im Karussell dran ist, das ist ein Riesenvorteil. Das heißt, wir stellen jetzt immer so oft, dass wir verlieren. Das ist die Idee dieser Combo quasi. Versuchen aber gleichzeitig trotzdem für irgendwas zu gehen, was uns später im besten Fall hilft. Wild wird es definitiv nicht sein. Wahrscheinlich ist es eher ein Kasalin. Es sollte eine. Sorry, Tier 1 Unit sein. Am besten ist es Noble. Bei Noble kannst du bei den Golems am ehesten noch rumreißen, dass du ein, zwei Runden holst. Also ein, zwei Items gedroppt bekommst. Das ist doch relativ wichtig. Im Best Case killst du nur einen, kriegst allerdings Gold, weil du eh kein Item gedroppt hättest. Die Runde müssen wir FFen, damit wir auf 20 Gold kommen. Und hier wäre man normalerweise nie auf 20 Gold gekommen, aber weil wir in den ersten beiden Runden kein Item bekommen haben, haben wir jetzt tatsächlich schon 20 Gold. Das heißt, wir kriegen in der nächsten Runde 7. Was ziemlich sick ist. Das ist natürlich jetzt schade, dass wir keine Units aufstellen können. Wir können jetzt nicht Units kaufen und sie nicht stellen. Das Spiel stellt sie automatisch auf. Das heißt, Open Fort habe ich zum Beispiel auch beim Sinn-TFT-Turnier gespielt. Nicht so erfolgreich, muss man sagen. Das Problem aktuell ist, dass Elemente ein bisschen schwächer ist. Das heißt, es ist schwerer geworden, eine gute Comp einfach zu draften. In einer High APM Round. Wir gehen mal kuscheln. Hallo. Hui. Kann ich das auch? Ah, guck dir das mal an. Oh, das will ich auch können. Was ist das? What the fuck? Oh, auf 1 ist es. Da hätte ich was dran denken können. Ja, wunderbar. Ne, das heißt, Runde verloren. Alles top. Top. Macht natürlich jetzt nicht übertrieben Spaß. Wir probieren trotzdem wahrscheinlich für gleiche zu gehen. Wir nehmen jetzt mal beide mit. Wir müssen allerdings die Runde danach. Wir kriegen nächste Runde kriegen wir 8. Das heißt, wir sind dann auf 32. Das heißt, wir dürfen die Sandra wahrscheinlich behalten. Die Sandra ist allerdings nicht so useful für die Creep Round danach. Die sind zusammen 5 wert, das heißt, wir kämen nur auf 28. Wir wollen natürlich immer auf diese 10er-Schritte gehen. Oh, ich kann die natürlich jetzt alle stellen. Die stellen sich auch schön sinnlos auf. Vielleicht killen wir eine Unit. Generell wollt ihr natürlich den Damage so gering halten wie möglich, aber das ist aktuell super schwer. Ja, wir kriegen hier keine Unit gekillt, auch wenn es natürlich cool gewesen wäre. Selbst aktuell kriegen wir weiter maximalen Damage ins Gesicht. Na. Das ist nicht so geil. Das wollt ihr im Best Case verhindern. Aber ich habe das Problem, dass der hier ziemlich reinkackt. Und dadurch, dass der so weak ist, muss ich quasi immer schlechter aufstellen als er. Wir hoffen jetzt auf einen Funwender. Dadurch werden wir eine Unit for free kriegen. Das Item allerdings nicht bauen, weil ansonsten könnten wir noch eine Unit mehr stellen und hätten noch mehr Probleme auf der Bank. Ansonsten, wenn es keinen Funwender gibt, es gibt einen Funwender, aber er ist sehr weit weg. Und er ist sehr nah dran. Das ist leichter Betrug, aber es funktioniert. Das heißt, wir haben jetzt quasi schon mal eine Einheit mehr, sobald wir anfangen zu stellen, was sehr gut ist. Nahezu idealer Start. Die Unit war auch 2 Gold wert. Das ist okayisch. 3 wäre natürlich optimal gewesen. Ah, wir kriegen ja das Gold raus. Ja, und da müssen wir halt überlegen, für was für eine Comp wir gehen. Wahrscheinlich gehen wir Elementals, weil Elementals sind am leichtesten zu bauen, wenn ihr auf hohem Level anfangt. Weil es ein paar Elementals gibt mit Kennen und Brand und Anivia, die High Gold kosten. Assassin noch zu gehen ist meistens zu schwer, weil die Assassins auf 2 braucht. Eine Ninja-Combo oder so ist quasi unmöglich. Wir haben hier nochmal 8 stehen. Eine Glacier-Combo wäre natürlich eine Möglichkeit. 35, 37, 38. Das heißt, die Runde schaffen wir es eh nicht. Damit sollten wir auf jeden Fall noch verlieren. Jetzt habe ich jetzt ein Gold drin. Ich hab 3. Im besten Fall killen wir hier eine Unit.
fucking hell. Ah, ne. All good. All good. Tja, es ist für dich eine der schwersten Dinge in TFT, bewusst schlecht aufzustellen, aber immer mit der Hoffnung, dass sie quasi trotzdem eine Unit killt. Mir gelingt das noch nicht. Sehr gute Open-Forge-Spieler können das halt eben besser einschätzen. Ich gehöre noch nicht dazu. Hoffentlich allerdings irgendwann. Aber dadurch, dass ich am Anfang das Gold bekommen habe, bin ich halt ein bisschen über der Kurve, über der ich normalerweise sein sollte. Ja, wir müssen leider jetzt auf 40 gehen, das heißt, wir geben die Lysandra auf für zwei Volis. In der Hoffnung, dass wir danach noch ein Voli aufbauen können mit Brawler. Oder Glacial direkt. Glacials haben für gewöhnlich auch recht hohe Kosten. Jetzt müssen wir gleich natürlich darauf hoffen, dass wir eine Glacial Unit kriegen. Und wir die geschenkt bekommen, for some reason. Weil wir auf 50 Gold wollen. Ich glaube, wir brauchen für die Combo mehr Items. Das ist wahrscheinlich. Gehen wir sogar drunter. Da ist wahrscheinlich wieder ein Waffenstillstand. Schauen wir nicht. Was ist denn das Problem? Ah. Ah, das ist wieder das Problem. Mal wieder ein Waffenstillstand. Kriegen wir die Runde gewonnen? I guess no. Wir haben kein Glacier bekommen. Im Best Case ultet aber unser Nieder zumindest und unser Ken. Das wäre schon mal ein Dream. Unser Ken hat schon mal nicht geultet. Jetzt ultet unser Voli. Unser Nieder wird sehr, sehr spät hier erst ulten. Und damit kriegen wir leider nur eingekillt. Das sagt relativ hart. Damn it. Ja, damit haben wir leider nicht genug Items, wahrscheinlich um die Comp vernünftig zu Ende zu spielen. Weil ein Voli braucht leider schon zwei, drei sinnvolle Items. Das ist jetzt ein bisschen das Ding, ihr müsst ja dieser Golem Round hat irgendwas haben. Wahrscheinlich hätte ich eher den Chen spielen sollen, aber ich wollte nicht zwei Ninja spielen. Ich dachte, White könnte mich hier vielleicht retten. Dem war nicht so. Shapeshifter. Oh. Baby. Ich meine, wenn wir jetzt hier, wenn wir gleich die Runde hart noch verlieren, wir wollen ja im besten Fall, weil wir noch bis zum Karussell jetzt zumindest die Loses nicht mehr so hart werden lassen. Wir haben jetzt Glacial, aber unser Voli hat ja keine Items. Das macht's ungemein schwerer. Es wäre jetzt auch nicht so tragisch, wenn wir jetzt anfangen würden zu gewinnen, ne? Das heißt, wenn wir die Runde jetzt hier aus Versehen holen, aber das ist Best Case gerade. Das ist sehr, sehr schön. Wir kriegen wenig Schaden, aber behalten unseren plus 2 Losing Streak. Und haben nochmal, wir wollen noch ein bisschen, bis zum Karussell wollen wir halt aushalten. Puh, Glacial kommen spielen wir hier wahrscheinlich. Jetzt haben wir eine Akali bekommen, aber die hilft uns nicht weiter. Er hilft uns weiter. Drei Glacial haben wir schon mal. Können schon mal zweimal reinleveln. Weil es uns nicht wehtut. Wir wollen auf Level 7 gehen im Best Case. Das ist so der Threshold, wofür man immer geht, wenn man für Open Fort geht. Ja, es ist im Endeffekt ist es mehr oder minder der Best Case, außer dass ich es halt ein bisschen schlecht gespielt habe und zu viel Schaden bekommen habe. Da tue ich mich halt schwer. Ihr müsst quasi immer auf den Schlechtesten gucken und versuchen, den minimal zu unterbieten, aber nicht hart zu unterbieten. Das ist so ein bisschen die Idee. Raumschild ist da. Ken wird auch ulten können.
Wenn er denn will. Relativ spät, wohlgemerkt. Da ist wieder ordentlich Damage, den wir hier kriegen. Wir werden jetzt das Level kriegen für 6 und dann mit dem Spatula noch eine Unit mehr stellen können. Das heißt, wir sollten jetzt relativ fein sein. Wir wollen jetzt quasi diese 50 Gold bis zum Karussell halten. Allerdings wollen wir die Runde jetzt schon versuchen zu gewinnen. Allerdings ohne unter 50 zu fallen. Aber wir können jetzt quasi auch schon rollen auf 6. Das ist natürlich jetzt sehr schön. Ja, den werden wir nicht unbedingt spielen. Das heißt, wir spielen das jetzt so. Ich meine, die Shyvana ist da ein bisschen random drin, ne? Hätten eher Varus noch nehmen sollen, dann hätten wir nämlich wenigstens noch Demon drin gehabt. Wir haben jetzt Elementals ready. Wir haben 3er Glacial. Ja, wir spielen 2 Tier 1 Braums. Braums. Plural von Braum, Braums? Mehrere Braum. Braum. Ich weiß es nicht, Leute. So, und wir gewinnen jetzt scheinbar die Runde auch. Das heißt, absolut in Ordnung. Wir sind auf 32. Wir werden im Karussell also nicht immer als Erster picken können. Allerdings zumindest in dieser Runde auf jeden Fall noch. Und jetzt fangen wir quasi an, richtig zu spielen. Wir wollen die Sage. Ne, wir wollen die Voli. Der Voli ist sehr juicy für uns. Natürlich ist auch die Sage für uns juicy, aber Voli 3 ist auf jeden Fall eine Win-Condition für uns. Dadurch, dass wir jetzt den Pfannenwender haben. Wir hätten jetzt hier auch nochmal für den Pfannenwender greenen können. Aber das wäre ein bisschen zu viel des Guten, I guess. Voli 3 ist unsere Win-Condition. Und ansonsten, ja, Sage wollen wir natürlich auch noch haben. Wollen in der Theorie auch den Lissandra da haben, ne? Haben wir den Lissandra? Was haben wir? Wir haben Cannon Brand und. Wahrscheinlich Lissandra, ne? Wo ist mein wunderbares Lineup? Der. Ja, wir haben Lissandra. Ich bin ein bisschen dumm. So, jetzt ist natürlich das Problem, dass wir das. Also, wir könnten ihn jetzt verkaufen, ihm das Item zu geben, aber wir wollen lieber greeden. Da ist der nächste Woli, da ist die nächste Lissandra. Da ist der nächste Braum, dann gehen wir mal auf 40. Da ist Ash. Oh, 6 von 7. Haben wir noch den Voli 2 bekommen? Nee, steht auch ein Voli 1 auf dem Feld. Und nicht mal der mit der Attack Speed, so wie ich mich kenne. Natürlich. Da bin ich einfach eine Flasche. Aber jetzt sind wir auf jeden Fall da, ne? Jetzt können wir 7 Units stellen. Wir haben eine ganz gute Echo. Nicht so gut, wie sie hätte sein können. Aber wir verlieren die Runde, oder was? Na, das ist retarded. Fuck me. Wenn ich den Voli 2 bekommen hätte, wäre es fein gewesen. Wollen die eigentlich auf einen harten Winning Streak jetzt wechseln? Dass wir jetzt hier noch mal ein Game, eine Runde länger brauchen, ist schon ungünstig. Double Draven? Warum nicht? Maybe. Could work. Die Tier vergeben wir aktuell noch nicht. Sind jetzt Echo-mäßig nicht mehr ganz so gut dabei, aber es ist immer noch fein. Ich hoffe, die Ash hat genug Attack Range. Das müsste sie eigentlich haben. Um mir relativ bald anzugreifen. Das sind auch beides Range, also sie wird da nicht gestackt. So, und jetzt kommt halt alles darauf an, dass wir gleich in der Creeper Hunt noch MR kriegen, damit wir Shrink für ein Voli kriegen. Das ist sehr wichtig, wenn man Voli als Win Condition spielt. Wir haben ja aktuell zwei Volis, die mit 4er Glacial schon sehr, sehr guten CC durchbringen können. Plus Elementals eben als Frontline wurde genervt, ist nicht mehr ganz so stark, aber kann man hier auf jeden Fall immer noch spielen. Wir sollten jetzt gucken, dass wir wieder auf 50 kommen. Wir werden nicht verstellen. Heißt, mit der kommen wir nicht missen. Normalerweise würde die jetzt quasi von hinten nach vorne stellen, aber I don't care. Wir können natürlich jetzt auch Draven statt Voli stellen zum Beispiel, aber ich persönlich finde, gerade wenn du 4er Glacial gehst, einen Glacial mehr zu stellen über Wurf, weil der ja auch den Stun procken kann. Ist einer dieser Situationen, wo eine Unit doppelt zu stellen meistens sehr, sehr Wurf ist.
Bomb kriegt die Aggro, holt sein Schild hoch. Poli hat sein Ult und das ist ein easy win. I mean, it's Titanic. Titanic, it's not that bad. Aber ich glaube, wir sollten es trotzdem nicht geben. Also Titanic ist schon gut, aber Shrink ist... Ach, vorbei. Fuck it. Ich könnte jetzt Ashe rausnehmen und dafür Sejo spielen. Das macht nicht viel Unterschied. Ich würde eher versuchen, noch für eine Anivia zu gehen. Um dann 6er Glacial zu haben. Und Doppel-Voli finde ich völlig fein mit 4er Glacial. Oh, mein guter Voli wurde leider gestunt. Jetzt wurde auch noch mein anderer Voli gestunt. Prinzipiell wird hier einfach alles von mir gestunt. Pretty disgusting. Ja, das war ein bisschen unlucky. Autsch. Das Problem ist, solche Unlucky Rounds können wir uns nicht viele leisten, ne? Sind nämlich schon relativ angefressen. Das heißt auch, dass wir reagieren müssen. Wir gehen auf 7. Und gehen pretty much all in. Kriegen den Draven noch. Ah, da war die Ashe. Aber wenn ich müde bin, rolle ich leider immer wie ein Idiot. Und ich habe ich nicht noch so viel mehr gerollt, was euch aus dem Leben tätet. Die Sandra 2 haben wir jetzt auch noch bekommen. Wir haben jetzt trotzdem natürlich unsere Chance, den Volibear 3 zu kriegen, ein bisschen reduziert, dadurch, dass wir jetzt halt nicht mehr so viel Gold haben. Aber wir müssen halt eben aufpassen, dass wir die Runde nicht verlieren. Und dementsprechend ist das schon die richtige Entscheidung gewesen, wahrscheinlich hier zu All-In. An ihn hat es auch noch rausgehauen, das ist sehr gut für uns. Dadurch sind wir nämlich im Karussell. Haben wir den einzigen, der uns unseren Top-Platz wegnehmen kann, gerade rausgedonnert. Kriegen noch eine Chance für die Ashe, sehr nett vom Game. Ja, und jetzt hoffen wir natürlich so ein bisschen auf den Volibear. Und auf die Seju. Ich denke, ich werde für die Seju locken. Ich meine, ich könnte den Voli jetzt auch einfach Tier geben, wenn ich sehr verzweifelt wäre, aber ich glaube, so bad sind wir an sich gar nicht aufgestellt. Ich meine, allzu viele Synergies sind jetzt hier nicht drin, aber Elemental mit 4er Glacial und zweimal Voli 2, das geht schon klar. Ah, mein guter Voli wird allerdings hier AFK gemacht. That's quite unfortunate. Wir werden den gleich anders positionieren müssen. Der scheint da leicht stuckbar. Die MF-Hold war okay, allerdings nicht gut genug, als dass er hier dadurch gewinnen könnte. Und dadurch holen wir die Runde. Wichtig für uns. Und jetzt kommt das Karussell. Wir hoffen natürlich auf den Voli. Kriegen allerdings kein Voli. Wir kriegen allerdings die Leona mit MR geliefert. Oder den Cannon mit AP. Aber die Leona bringt gerade mehr. Dadurch können wir noch Guardians holen. Wenn wir jetzt in der ersten Runde Funwender gegangen wären, quasi da, dann hätten wir jetzt nochmal Funwender gehen können. Wenn wir Voli eben nicht Titanic gegeben hätten, weil wir Angst hatten, hätten wir ihn jetzt Shrink geben können. Das sind immer diese kleinen Überlegungen, die halt recht teuer werden können. Wir werden jetzt einen Voli rausnehmen, dafür Guardians haben, um nochmal ein bisschen tankiger zu sein. Wir könnten überlegen, ob wir dann auch anders aufstellen. Voli zum Beispiel ganz vorne in so einem Pizza-Ding mit Auswüchsen. Ich kann mir fast vorstellen, dass es besser ist, als das, was wir aktuell haben. Das wäre nämlich so. Das jetzt in eine Seite packen. Ich meine, die Leona wird hart gestuckt dadurch, aber der Rest ist eigentlich ziemlich nice. Schiss habe ich schon, ne? Bin ich ehrlich. Dadurch kriegt der Voli quasi die doppelten Resistenzen und der Draven die doppelten Resistenzen. Und der Elemente wird auch immer ganz gut blocken. Leona ist halt 1, das heißt, dass sie hier hart gestackt wird, ist nicht so schlimm. Das Wichtige ist, dass unser Voli halt früh seine Ult stacken kann. Das kann er da vorne, er wird definitiv nicht mehr gestackt werden. Und die Assassins können nicht einfach hinter uns jumpen.
Soweit, so gut. Ja, und jetzt heißt es halt Nerven behalten. Wenn das Spiel dich auf die Probe stellt, ne? But we can't really do it. Ich will gar wissen, wie viel Damage die Ashe gemacht hat. 700, oh, ist okay, ist fein. Sonst könnten wir nämlich jetzt für noch mehr CC halt eben die Sejo spielen. Wenn wir die Sejo 2 kriegen, würde ich sie sogar spielen. Statt Ashe. Ich würde natürlich lieber statt Lissandra spielen, aber Lissandra ist einer unserer drei Elemente-Hits. Tja. Okay, das ist ein Problem jetzt, weil vorne hat er einen Demon stehen. Das heißt, wenn der Demon früh mein Voli fokus, wird mein Voli nicht in der Lage sein, seine Ult zu procken. Jetzt hat er allerdings schon seine Ult geprockt. Jetzt steht er allerdings im Full-Fokus. Aber das ist in Ordnung. Wir haben noch weitere Damage-Dealer dahinter. Und die Kindred von ihm hat es auch nicht geschafft zu ulten. Ja, wir fahren Draven mit aus Überzeugung. Aber ich werde jetzt keine Unit verkaufen und auch nicht locken. Das ist einfach nicht die Wind Condition hier. Hier können wir stayen. Swain wäre an sich sehr interessant, weil wir dadurch Imperial für Draven procken würden. Aber für unsere kommt nicht so strong. Das Ding ist, wir könnten halt Leona verkaufen. Ist halt aber schwer zu sagen, wie viel Guardians hier wirklich macht, ne? Das ist einer dieser weirden Dinger, wo man halt nie genau weiß, wie viel das wirklich ist. Ich werde es hier nicht riskieren. Also ich werde hier nicht riskieren, Guardians zu verlieren. Weil Voli auch im Endeffekt natürlich von dieser Double-Rüstung schon hart profitiert. Oh. Na gut. That's quite nice. Ich denke, es ist sogar besser auf dem Draven, weil dadurch die Ashes auch kriegt. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir noch großartig Items kriegen werden. Das heißt, wir geben den Voli jetzt tatsächlich die Tier, damit er früher ultet. Hier ist ein Yordle, das ist für uns durchaus ein Problem. Und die Sage von ihnen ist gestunt, bevor sie ultet. Das ist super wichtig. Jetzt kann unser Voli angreifen, misst allerdings natürlich 3/4 seiner Auto-Attacks. Großes Durcheinander. Aber insgesamt hat gerade unsere Brand-Ultimate hier natürlich den Yordle-Buff outplayed, outmoved, outsunned, outdrafted, whatever. Okay, hui. Wir versuchen halt gerade wieder so eine kleine Eco aufzubauen. Und dann im Zweifel, der Swain verfolgt uns. Um im Zweifel vielleicht doch nochmal dann gleich Heavy rerollen zu können für einen Voli. Dann, ja. Ist die Frage, wie wir uns das leisten können, ne? Also gegen ihn gewinnen wir. Gegen ihn sollten wir gewinnen. Das Problem ist, wenn wir halt jetzt einmal richtig verlieren, dann ist halt instant over, ne? Der wird meinen Brand tocken. Aber das ist fein für mich, oder? Ja, das ist fein für mich. Ich hätte Ashe verkaufen können dafür. Hier habe ich jetzt Angst, weil wenn der uns besiegt, dann besiegt er uns instant quasi, ne? Also so richtig instant. Dann kritzelt er einfach alle um. Da kommt die Cannon-Ultimate, die ist super wichtig. Naja, der kritzelt hier nicht alle um. Der ist auf jeden Fall zu viel CC dafür. Der hat auch meinen Disarm, den ich gerne hätte. Wir können ihn allerdings nicht komplett ausschalten, das ist ein bisschen schade. Nochmal ein Level-Up wäre natürlich auch nett. Da könnten wir noch eine Sejo reinstellen, aber Voli 3 zu hitten wäre wahrscheinlich wichtiger. Nochmal ein Draven, aber auch den werden wir nicht hochkriegen. Gehen wir einmal durch. Wir hatten hier einen Voli. Keiner hat einen Voli, ne? Aber wir greenen jetzt noch die Runde und sind danach im Karussell. Nicht mehr als erster dran, aber im Best Case fliegt jetzt einer raus und der ist hoffentlich nicht wir. Weil wir gleich im Karussell Attack Speed kriegen, dann verkaufen wir Leona. Stellen die andere Leona rein, damit wir unseren Voli Shrink geben können. Und dann würden wir nochmal Heavy Rollen. Gerade ist unser Voli auch natürlich einer unserer besten. Oh, ja, hier können wir es verlieren.
Wenn die Cho und DMF Ult krass kommen, dann ist einfach over. DMF Ult ist aber ein Big Troll. God fucking bless. Mein Voli ist allerdings jetzt auch ein bisschen AFK, aber das ist okay. Oh mein Gott. Voli hat quasi das Target gekillt, was den Edge Arrow geblockt hätte. Boah, wenn DMF Ult krass ist, dann ist es einfach vorbei. Wir dürfen als Zweiter picken, das ist sehr gut. Wieder ein Swain. Are you kidding me? Ein Voli. Ein Voli. Are you kidding me? Ein Voli mit Attack Speed. Scheiße, der macht aber Static. Nee, macht er nicht direkt. Oh mein Gott. Okay, wir müssen jetzt unbedingt. Wir müssen jetzt unbedingt Leona verkaufen und heavy für den Voli gehen. Oh, es kann funktionieren, Leute. Weil wir geben den Voli auf der Bank, geben wir dann DMR. Wir rollen jetzt unser ganzes Scheißgold weg. Könnten auch erst leveln und es dann machen, aber ich glaube, auf dem Level haben wir sogar noch eine bessere Chance. There we go. 27, wir brauchen 30. Ich habe mich verzählt, oder was? Oh, ne, 30 ist richtig. 30 ist nur nicht durch 4 teilbar, ich troll. Okay, Big Troll. Dadurch jetzt quasi auch viel Gold verschwindet, weil ich die ja sonst in der nächsten Runde gehabt hätte. Da ist jetzt unser Voli im Dauer-CC. Da kommt die MF Ultimate, vor der wir eben so Angst hatten, die diesmal auch komplett godlike kommt. Gott sei Dank haben wir den Voli schon drei gehabt und er war dadurch ein bisschen tankiger. Ich sage, mein Draven geht auf Suicide Course. Ein Hit braucht er. Ein Hit braucht er. Oh mein Gott, really? Shit. Puh. Oh mein Gott. Okay, wir können uns nicht beschweren. Jeder kriegt Guardians. Unser Voli kriegt so, unser Draven kriegt es zweimal. Alle sind gestuckt. Der Blitzcrank huckt weiterhin mein Brand. Das will ich aber nicht mehr. Naja, ich glaube, der Brand ist zu wichtig. So fokussen allerdings die Assassin zuerst mein Brand. Aber das ist auch fein, weil da kann unser Ash wiederum den CC'en. Ist dieser Demon Boy. Aber achtet auf den Voli. Voli hat jetzt volles Mana und haut den Typen einfach aus der Galaxie raus, ey. Der ist auf jeden Fall ultra RIP. Wunderbar. 6200 Damage von Volibear. Ich denke, das ist solid. Tja, sollen wir Draven noch in die Reihe von Voli hauen, damit er mehr Attack Speed hat? Ich denke, das wäre Troll. Voli ist schon so ziemlich unsere Win Condition. Wir müssen ja nicht umstellen. Einer wird Sorcerer. Sorcerer regenerieren mehr Mana mit ihren Auto-Attacks. Und Sorcerer hat AP drin. Das heißt, es ist quasi ein Double Needlessly plus mehr Mana-Rack. Das geben wir. Das geben wir Brand. Dann klatscht unser Brand auf jeden Fall nochmal deutlich mehr. Wir könnten hier umstellen, aber es ist einfach nicht notwendig. Mit 5er Glacial Sub-V cheaten. Worauf wir noch hoffen, ist Anivia statt Ken. Das wäre nochmal ein harter Power-Spike. Oh, was ist wohl drin? Wir wissen es nicht. Oh, wir wissen es doch. Ist es Sorcerer? Oh, wir nehmen die Ashe mal mit. Kann ich gar nicht genau erklären, warum ich jetzt alles weggerollt habe. Aber ich habe es zumindest getan. Aber nochmal eine Echo aufzubauen, ist hier auch unwahrscheinlich. Das wird hier hart ins All-In gehen. Ja, die. Okay. Willst du vielleicht auch noch in meinem Bett parken? Ja. Ansonsten passt alles, ne? Assassin springt jetzt rein, aber der hat nichts wirklich, um mich zu pullen. Das heißt, der Voli steht da jetzt. Oh, der Voli wurde hart gekrittet. Der Pike wiederum macht einen krassen Stun, aber die Brand Ultimate war auf jeden Fall auch schon da. Tschüss, Assassin-Spieler. See ya later.
Hi, I'm Trump, haben wir eben aus dem Leben gebeutzt. Auch ein Brawler wäre natürlich auch cool. Also generell willst du wohl eher mit mehr Brawlern spielen, aber ich habe einfach keinen Platz für Brawler. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber auf meiner Straße passieren witzige Dinge. Ich nehme jetzt mal den Swain mit. Auch weil das unsere Chance auf Anivia erhöht. Tristana 3 hat er bekommen. Are you kidding me? So spät kriegt er hier noch eine Tristana 3. Oh, mit Shrink. Are you kidding me? Stage 6, 2. Ich zieh mal eine Einser-Unit, die ich brauche. Okay. Dead Squad an der Keyforce. Plus Pike 3. Der kann da schon richtig krass reinzählen, wenn er es gut macht. Sejo Ultimate kommt nicht, weil er gestunt war. Volibear allerdings da mit dem Shrink seines Lebens. Was soll ich dir sagen? Noch ein Swain, er mag uns. Und noch ein Swain. Wir nehmen Ash raus. Was Sejo wichtig ist, weil wir die Sandra nicht verkaufen können. Ja. Und weil ich glaube, dass Swain wichtiger ist. Oh, Swain wird gehuckt. Ich weiß ja, ob er ihn bursten kann. Ja, die Antwort ist so ein ziemliches Ja. Die MF-Ult war giga-insane. Aber mein Draven ist here to save the day. Puh. Trotzdem close, ne? Oh, shit. Hätte das mitnehmen sollen. Aber ist auch fein. Ich habe mich mittiger aufgestellt. In der Hoffnung, ein bisschen mehr zu spreaden nach links und rechts, damit die MF-Ult nicht so krass ist. Allerdings habe ich keinen Draven mehr hier gerade. Das heißt, ich bin wahrscheinlich RIP. Ja, ich bin tatsächlich RIP. Trotzdem glaube ich. Schön zu sehen, Open Fort kann funktionieren. Ich habe es am Ende ein bisschen misplayed, to be honest. Das kann ich besser spielen. Ich muss da einfach weniger Zeit in Reroll verschwenden und mehr bei der Überlegung, wie und wann ich da mich besser aufstelle. Aber trotzdem, man hat es gesehen: Open Fort mit dem Farmen in der Early, dann auf eine Elementals Glacial kommt mit einem 3er Voli. Das war schon sehr, sehr nice. Ich überlege gerade, wie ich mich hätte aufstellen sollen. Ich hätte. Was ich hätte machen sollen, ja, was ich hätte machen sollen, ist Leona raus, Ash rein und dann spreaden. Weil dann kann ich Guard jetzt eh nicht mehr nutzen. Die Leona 1 ist aber eh useless und wäre eh immer gestuckt und ist nur wegen der Armor da. Die Armor wäre hier nicht so entscheidend gewesen, weil die AP Ult jetzt Magic Damage geht. Das heißt, Ash rein, spreadet aufstellen und ich gewinne die Runde easy, weil ich prinzipiell mehr Power Units habe. Und der nur über die MF Ult gewinnt, aber ich die quasi nicht gecounterplayed habe, weil ich gestuckt habe. My bad. Wäre ein Win gewesen. Versucht aus ihrem Game eine Lektion zu lernen. Das war auch eine Lektion in Open Fort. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Haut rein, euer Johnny.